Hallo zusammen, wir sind heute hier beim Kunststudio in der Oberstraße bei dem Herrn Uwe Gramsch, dem Maler, und wollen ein bisschen bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und euch ein kleines Video dazu machen. Mein Name ist Uwe Gramsch, ich bin hier der Künstler sozusagen. Künstler ist ein dehnbarer Begriff. Eigentlich bin ich nur Hobbymaler, weil Kunst habe ich in dem Sinne nie gelernt. Man sagt heute Autodidakt, wenn man sich das selber beigebracht hat. Ja, wann ging es los? Als meine Tochter ganz klein war, bekam sie ein Bild geschenkt, Malen nach Zahlen. Und das gefiel ihr nicht. Und das ist 45 Jahre her. Und da habe ich das dann ausgemalt und habe mir gesagt, nee, sowas machst du nicht, das ist zu primitiv. Dann habe ich mir Kunstbücher angesehen und habe gedacht, versuch's mal so zu malen, wie früher die Künstler gemalt hatten. Dann habe ich Bilder gemalt, Renoir, Monet, Manet, Van Gogh. Ich habe die ganzen Impressionisten alle durchgemalt und habe dann eines Tages festgestellt, du kannst ja alles malen. Und jeder, der meine Bilder gesehen hat, war überrascht und sagt, sowas gibt es nicht. Ich müsste ein Naturtalent sein. Ich sage, ja, in der Familie liegt es nicht. Ich habe es mir selber beigebracht und ich habe Freude am Malen. Und das ist der Unterschied. Ich male zur Entspannung und ich sage den Leuten auch immer, ich muss von der Kunst nicht leben im Endeffekt. Und das ist der Unterschied. Denn ein Künstler, der davon leben muss, der versucht Massenproduktion zu machen, Bilder, die schnell gehen. Bei mir ist das anders. Ich lasse mir viel Zeit für Bilder. Ich könnte mal ein Beispiel sagen hier. Wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen, das große, da ist eine Dame zu mir gekommen, die arbeitet in Marokko als Ärztin ohne Grenzen. Hat die gesehen, hat ein Foto gemacht und kam zu mir und sagte, Herr Gramsch, malen Sie sie. Sie ist so schön, malen Sie sie. Ich habe zwar kein Geld, malen Sie die Frau. Da habe ich ein halbes Jahr dran gesessen an dem Bild und jeden Tag 4-5 Stunden gemalt. Denn ich male mit Ölfarbe. Ich male nur mit Ölfarbe. Und Ölfarbe trocknet ganz langsam und wenn sie in andere Farben reinkommt, dann verschmiert das. Das heißt, sie sitzen mit einem Haarpinsel und malen die Details. Und das Interessante bei der Geschichte ist, hier kam Holländer aus der Nähe von Amsterdam und die sagten zu mir, wir arbeiten in einer Stofffabrik. Die Stoffe, die Muster, die Farben, das kommt von uns. Wir liefern alles nach Afrika. Und das ist auch interessant zu dem Bild und die Geschichte dahinter. Und ich werde dann auch von studierten Künstlern kritisiert, weil die mir immer sagen, so malt man nicht. Als Künstler hat man einen Stil, eine Richtung und man malt nicht alles. Und wenn ich dann sage, können Sie einen Pferdekopf malen, können Sie Gesichter malen, können Sie hinten, nein. Ich sage Ihnen selber, ich kann das. Ich bin kein studierter Künstler, aber ich kann alles malen. Das ist der Unterschied. Und darum kommen die Leute auch zu mir mit Aufträgen. Früher, vor 20 Jahren so in etwa, da musste ich dann auch Bilder malen von alten Impressionisten, Expressionisten. Die Zeit ist heute vorbei. Heute wollen die Leute moderne Bilder haben, Bilder, die Fantasie haben, die ich zum Teil selber entwickelt habe. Wenn Sie also hier schauen, diese Bilder hier drüben, da sehen Sie hier zum Beispiel, da ist ein Gesicht, da fliegen Vögel, da sind Pferde rundherum. Oder Sie schauen daneben, da ist Paris, der Eiffelturm gemalt, hinten mit dem Museum und dem Wald. Und der obere Teil entspricht genau dem Original, wie das in Paris aussieht. Nur mit dem Unterschied, ich habe dann da ein Gesicht reingemalt. Oder auch hier in diesem Bild sehen Sie, da sind Pferde und im Endeffekt ist da auch wieder ein Gesicht drin. Ja. Und wenn Sie jetzt weiterschauen und gehen hier rüber, dann sehen Sie, hier ist ein Gebirge und aus dem Gebirge kommen Pferde raus. Oder auch hier. Nein? So sehen natürlich Pferde aus in der Natur, Wildpferde.
Also ich zeige dann immer, wie das Original aussieht und was ich zum Teil daraus gemacht habe. Oder wenn Sie sich dieses Bild hier ansehen, da ist ein Gesicht drin. Ein Gesicht mit Schnauzer und im Endeffekt ist es ein Bauer, der da mit seinen Schafen ist. Hier oben sind Bilder, das ist 20er Jahre. Das ist so früher die alte Shell-Tankstelle. Die Leute waren so im Original angezogen, auch wie sie da aussehen. Und das Ehepaar, was ich da gemalt habe, ist daneben auch drin mit einem Doppeldecker. Wenn Sie jetzt weiter gucken, das Bild ist typisch für Kuba. In Kuba werden ja mehr Zigarren geraucht und die Frau, die da sitzt, raucht natürlich auch Zigarre. Ich habe auch zum Teil Klassiker gemalt, weil die Leute das lieben. Denn ich habe in Bonn im Ministerium gearbeitet und im Verteidigungsministerium und musste da viel Bilder malen von August Macke. Sehen Sie da oben dieses Bild, das ist Mädchen unter Bäumen. Das ist von August Macke. Das ist 1914 gemalt worden von ihm. Er ist ja sehr früh im Ersten Weltkrieg gestorben. Und das ist so mit einer seiner schönsten Bilder. Da ist Leben drin. Denn hier sehen Sie noch mal ein Bild, auch hier unten. Das ist auch von ihm, die Frau mit der grünen Jacke. Und das ist so ein bisschen traurig, weil da stehen lauter Ehepaare rundherum. Und sie steht da ganz alleine und schaut so ein bisschen traurig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach hinten, denn da sind auch noch mal gut 150 Bilder in dem anderen Raum. Und da zeige ich Ihnen mal die Anfänge der Malerei, die von mir da sind. Ja, jetzt sind wir also im hinteren Raum. Hier hängen also noch mal gut 150 Bilder. Und das sind so die Anfänge. Denn ich hatte ja gesagt, ich habe mir es mal selber beigebracht, indem ich mir Kunstbücher angesehen habe. Das heißt also, dieses Mädchen hier, das ist von Renoir. Das war so auch eins der ersten Bilder, was ich gemalt habe. Oder der Pfeifer dort, das ist ein Bild von Manet. Und da drüben die Landschaft, das ist Monet. Und da oben haben wir eine Winterlandschaft, das ist auch Monet. Das heißt, das sind die Impressionisten und die habe ich gerne gemalt, aber auch Bilder, die vor der Zeit waren. Das ist zum Beispiel ein Bild, das ist von Albert Anker. Der hat das Bild, das Original 1883 gemalt. Und man kann immer an diesen Bildern gut erkennen, die Künstler hatten damals kein Licht. Darum ist in der Regel bei den Bildern der Hintergrund schwarz. Aber die haben sehr schön gemalt. Und man kann also auch erkennen, wie die Leute damals angezogen waren, wie sie die Haare gemacht hatten. Sehen Sie, da drüber ist ein Bild, das ist auch interessant. Da sitzt der Handwerker mit seinem Werkzeug und ist am Flirten mit dem Mädchen dort. Und dahinter steht die Mutter und passt höllisch auf. Und man kann an dieser Einrichtung erkennen, wie die früher waren, wie der Tisch gedeckt war, was für Tischdecken die hatten. Und zu der Zeit gab es auch noch keine Fotografie. Und die Künstler haben dann so das gemalt, wie das dort war, das Elternhaus. Und ich finde, das ist sehr schön, sich sowas anzusehen. Weil als Foto gibt es das nicht. Interessante Betrachtung. Ja, ich habe also seinerzeit auch immer aufwendige Rahmen gesucht. Und heute ist das schlecht. Die Leute wollen sowas nicht mehr haben. Die sind modern eingerichtet. Das passt eigentlich nur noch zu Leuten, die von den Großeltern oder Eltern die Möbel haben. Da passen diese Motive und auch die Rahmen rein. Aber junge Leute, die wollen eben lieber moderne Sachen haben. Ja, ich sag mal. Trotzdem, dies schwieriger zu malen ist als neue Sachen, ne? Ja? Heutige Sachen. Ja, weitaus schwieriger. Woran liegt das? Ja, ich meine, wenn man diese Bilder hier sieht, dann sieht man mal den Unterschied, ne?
Dieses im Stil der Paul Cézanne, der hat in dieser Art gemalt früher. Der hat also immer Engel gemalt, Blumen gemalt, dann hat er zum Teil Tiere reingemalt. Aber das ist ein eigenes Werk, nicht? Ich versuche mich natürlich dann auch mit anderen Bildern unter, dass ich hier der Godot male, nicht? Oder Loriot, der hat ja immer eine rote Couch gehabt und lag immer der Mops drauf. Also manchmal hat man Ideen, wenn man dieses Bild hier sieht zum Beispiel. Da habe ich in der Zeitung einen Witz gelesen und den habe ich umgesetzt. Diese Katze geht jeden Tag an die Bar und bestellt immer ein Glas Milch. Und eines Tages sagt sie zum Barkeeper: Heute keine Milch, heute eine Flasche Rotwein. Und da sagt der Barkeeper: Aber Katze, warum denn eine Flasche Rotwein? Ja, sagt die Katze, ich möchte auch mal einen Kater haben.